Hallihallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Assassin's Creed 2. Hallihallo Community, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, mit dem Herrn wollen wir nicht sprechen. Der bringt uns Kämpfen bei wahrscheinlich. Wir wollen zu dem Ausrufezeichen, weil Onkel Mario hat uns jetzt Kämpfen gelehrt, damit wir Maria und... Ach, ich habe schon wieder ihren Namen vergessen. Claudia und Maria beschützen können. Ich habe mal eben gerade abgezockt. So, wir sollen ein Pferd reiten. Hier, was da? Wo soll ich denn jetzt hinreiten? Ach, zu der Villa von Feri, ne? Müssen wir? Erstmal raus hier. Die Toskana, San, Gimi, Nano. Ja, ja. Attacke. Abfahrt. Hier. Los. Ist immer so hell. Rüstung nimmt mit der Zeit Schaden. Ja, ungünstig. Oh. Könnte Mond sein, oder? So. Onkel Mario. Ezio, was tust du denn hier? Verantwortung übernehmen. Vieri belästigt euch nur wegen mir. Vieri belästigt uns, weil er Templer ist und wir Assassinen. Wie auch immer, ich möchte helfen. Va bene, dann hör gut zu. Zuerst müssen wir einen Weg in die Stadt finden. Obwohl Vieri uns scheinbar erwartet. Er hat die Tore verschlossen und seine Männer als Wache geschickt. Glücklicherweise ist die Stadt größer als sein Heer. Das Südtor ist leichter bewacht, also werden wir dort zuschlagen. Mario und seinen Männern beim Attentat auf Vieri de Passi helfen. Ja, kein Problem, machen wir. Attacke. Plötzlich ist dunkel. Dämmerung. It's a me. Mario. Ich würde ja gerne meinen Dolch haben. Ich habe doch einen Dolch gekauft. So. Wollen wir auch benutzen, wenn wir es schon mal haben. Kann ich nicht hier über die Mauer springen? Nun gut, Ezio. Hier ist der Plan. Meine Männer und ich lenken die Wachen ab. Sobald wir angegriffen haben, klettere über die Mauer und finde einen Weg, das Tor zu öffnen. Ja, easy. Nimm dir diese Wurfmesser. Erledige damit die Bogenschützen. Bereit, wenn ihr es seid. Dann lasst uns beginnen. Boah, da sind aber viele. So, Waffenrad. Ja, so. Jetzt müssen wir den hier markieren. Und zack. Weg. Wenn sie auf den Dächern nicht die Warnung der Bogenschützen beachten, greifen sie an. Aha. Hier ist die Torsteuerung. Boah, ist ja richtig Rambazamba da. Und weggemacht. Gewonnen. Na fast. Werde jetzt noch gewinnen. Zack. Onkel Mario. Wo bist du? Ist der hier mit bei? Wir können die auch looten, aber looten lohnt sich irgendwie nicht so ganz, ne? Mal gucken, ob das jetzt besser wird. Ach, da kriegt man Wurfmesser wieder. Okay, na dann können wir das vielleicht doch machen. Hier, Einsatzbesprechung. Ich möchte, dass du diese Wachen ablenkst und sie hinderst, Alarm zu schlagen. Hoffentlich verschafft mir das genug Zeit, um Vieri zum Schweigen zu bringen. Wie lenke ich die denn ab? Warte, Nipote. Nimm ein paar meiner Männer mit. Nur zur Sicherheit. Komm zu mir, sobald du es erledigt hast. Was hat Vieri denn jetzt? Wie machen wir das? Ziele eliminieren. Aber irgendwas macht ihn nervös. Um einer angeheuerten Gruppe den Befehl warten. Und noch ein Zeichen, wenn ihr folgen sollt. Stattdessen sind eine Minute, bitte. Und warum?
hat sicher mal wieder das Falsche gesagt. Die falschen Leute sauer gemacht. Und jetzt zahlen wir den Preis. Benutzen Sie... Aha. Ah, dann gehen die los und machen das. Das ist ja krass. Oh, der hat mich hier die Treppe runterschubsen wollen. Sind der? Geh doch mal auf jetzt. Ja, wie bei Monster Hunter. Oh, aua. Oh Mann. Ich hab die falsche Waffe. Okay, das war ich ganz gut. Pass auf, dass ich die Treppe runter geschmissen würde. Schafft das? Okay, unsere Leute sind glaube ich auch alle tot. Oder? Kämpfen die da oben? Da. Ja, was würden die ohne mich machen, ne? Unsere Kräfte schneiden am besten. Nichts über eine gute Hinrichtung. Okay, weiter geht es. Können wir hier auch eigentlich auf den Turm mal kurz die Aussicht checken? Kann ich das einfach mal machen? Können die hinterher? Nein, nicht. Oh, da glitzert was? Was ist das? Ist das eine Feder? Wir müssen irgendwie Federn sammeln, ne? Ja, wie komme ich da ran? Wie komme ich da auf den Turm? Was los? Und hüpf. Hier vielleicht. Ah ja, alles Fenster. Oh. Und rauf. Los geht's. Attacke. Oh, links rum. Na, du Kletter. Schaffst das. Und hoch. Sehr schön, wie du das machst. Traumtyp. So, synchronisieren. Dann kriegen wir ein bisschen Karte. Freischalten und können mal gucken, was hier abgeht. Und ich will das Glitzern da haben. Das ist immer so hell. Das Glitzern da haben. Zögert nicht. Oh, eine merkwürdige Art der Fortbewegung. Ist wirklich eine Feder. Ja, nice. Davon gibt es 100 Stück. Glaube ich. Können wir hier runterspringen irgendwo? Ja, nicht. Vergesst die Märchen über. Abgerollt. Zack und los geht's. Was wir alles entdecken hier, kranke Schätze. 211. Oh, haben oder nicht haben. Wirklich die Wand gelaufen. Jetzt holen wir uns hier Feri. Hier drüben sollen wir hin. Was jetzt? Außerhalb der Grenze. Was? Ja, muss ich so rum, ne? Hier passiert. Ezio, euer Onkel wird angegriffen und braucht Hilfe. Geht zu ihm. Okay, Attacke. Boah, da sind aber viele. Na los. Alter Spieler. Onkel Mario. Was ist denn hier? Mein Plan ist auf Friedlichkeiten. Wir, die Männer, haben unseren Hinterhand gelegt und wir haben alle Hände voll. Aber meine Brüder und ich kümmern uns schon um die Wachen. Geh du weiter und schicke diese Schlange wie Erin. Sieh zu, dass der Gerechtigkeit genügend getan wird. Wow. Oh, jetzt blockt er nicht.
Kann ich irgendwo Wurfmesser als Dings nehmen? Halt, stopp! Nehmen mit, was geht. Okay, für die Wurfmesser muss ich dann jedes Mal hier ins Menü, oder was? Was ist das? Ja. Wo ist denn unser Onkel jetzt? Was macht der hier? Der läuft im Kreis, das ist total verrückt. Konnte den Bankier nicht bezahlen und er nahm mir meine Mühle. Dann verschwand mein Weib mit meiner Tochter hier? Und meinem Geld. Ist doch Onkel Mario. Was sollen wir tun? Mario. Mario ist kaputt. Und nu? Achso, da ist ein neues Dings. Oh, und wir haben 100%. Hier bekommt ihr ausschließlich ja. Meisterwerke und Schmiedekunst. Oh, minus 75. Bekanntheitsgrad. Ist ja viel. So, Mario ist kaputt und steht da an der Tür rum. Dann gehen wir hier mal gucken, ob wir hier hinten noch was finden. Ohne Mario. Bin guter Dinge. Das macht, glaube ich, auch nochmal 25%. Ja, sehr schön. Also beschlossen. Vieri, ihr bleibt hier, um die Söldner zu führen. Francesco organisiert unsere Truppen in der Stadt und sagt Bescheid, wenn der Zeitpunkt gekommen ist. Jacopo, eure Aufgabe ist es, die Bürger nach der Tat zu beruhigen. Und dieser Trinker Mario. Er macht ständig Ärger und ich befürchte, dass er herausfinden könnte, was wir planen. Er hat immer Ärger gemacht. Genau wie sein elender Bastard von Bruder. Dann lasst sie mich zusammenführen, Vater. Es wird noch Zeit genug geben, den Müll zu beseitigen, wenn wir fertig sind. Nun, gibt es sonst noch was? Muy bien. Möge der Vater des Verstehens euch leiten. Kommandante! Kommandante! Was? Mario Auditore ist in die Stadt eingedrungen und er sucht nach euch. Dann lassen wir ihn nicht warten. Was heißt der Vater des Verstehens? Oh, kann ich von oben angreifen? Nee. Wow. Das ist auch immer sehr effektiv, das Ausweichen und dann parieren. Hier ist irgendwo ein Ziel. Irgendwie auf dem Turm oder so. Tatsächlich. Fürchte nicht, Ezio. Dein Tod wird schnell kommen. Ja, hör mal auf. Mann, Typ. Kann man meinen Dolch putzen? Bam. Boah, cool, ne? Boah, es muss so wehtun. Ich meine, der ist dann tot, aber so ins Rückenmark gestochen zu werden. Oh, das ist auch böse. Darf man sich ja gar nicht ein. Oh, das Bein, seht ihr das? Oh, voll durchgetreten. Was planst du mit deinen Verbündeten? Ist es das, was mein Vater entdeckte? Wurde er deshalb getötet? Entschuldige. Hoffst du etwa auf ein Geständnis? Du Drecksschwein! Du sollst in der verdammten Gosse verrotten, du Hund! Wenn du nur noch mehr gelitten hättest! Ich hoffe, du... Genug, Ezio!
Ein wenig Respekt. Respekt? Nach allem, was passierte? Glaubt ihr, er hätte einem von uns Respekt entgegengebracht? Du bist nicht Vieri. Werde auch nicht so. Möge der Tod dir den gewünschten Frieden bringen. Requiescat in pace. Nimm dies. Lies es, wenn du Zeit hast. Wir sind hier jetzt fertig. Kehren wir zur Villa zurück. Okay, Messer, Gürtel, ist geil. Kann mich nicht bewegen. Messer, wo habe ich doch schon gelernt? Ist das nochmal zusammenfassend dann, was wir alles können jetzt? Oder was soll das heißen? Eigentlich gar nicht so unpraktisch, weil wir hier immer an einem Händler vorbeikommen. Reparieren. Ja, alles. Mach mal ganz. Tja, dann wird ihr also nur so gewöhnlich. Ich trau noch mal mit dem. Oh Mann. Hör auf! Nein! So, Rüstung. Gibt's was Neues? Oh ja. Oh wow, das ist ja super teuer. Plus 4. Ja, dann nehmen wir das hier. Waffen. Schutz, aber Tempo. Hammer gibt's auch. Das können wir uns auch noch leisten. Dann nehmen wir noch ein Schwert mit. Messer. Das sind die Wurfmesser, hoffe ich. Oder nee. Munition sind Wurfmesser, ja. Na gut, die finden wir auch. Nun, euer Geld ist so viel wert wie jedes andere. Das ist ja schon mal gut. Und hier ist er. Nostro Campione Ezio. Es lebe Ezio! Ihr verschwendet keine Zeit mit dem Beginn der Feierlichkeiten. Warum denn auch? Du hast uns einen großen Dienst erwiesen. Durch Vieris Tod wird die Toskana endlich wieder friedlich sein. Weißt du, was das bedeutet? Nie mehr Arbeit. Wir können den ganzen Tag mit Saufen verbringen. Und mit Huren. Was denn? Stimmt doch. Komm, Ezio. Geh mit mir. Ja, Onkel. Die Pazzi unterstehen einem anderen. Einem Spanier. Das ist Rodrigo Borgia. Einer der mächtigsten Männer Europas. Und Großmeister des Templerordens. Also ist er verantwortlich für den Tod meines Vaters und meiner Brüder. Ja, und er wird auch dich töten, wenn er kann. Dann muss ich gegen ihn kämpfen, wenn ich frei sein will. Doch erst wenn jeder andere Templer meine Klinge gekostet hat. Vaters Liste wird mich führen. Wohin gehst du als nächstes? Florenz. Francesco de Pazzi wird das Schicksal seines Sohnes teilen. Ein kluger nächster Schritt. Kein Zweifel, dass er Böses im Schilde führt. Gut, genug der ernsten Gespräche. Ich bin in meinem Büro, wenn du mich brauchst. Ich sollte den Brief lesen, den mein Onkel mir gab. Wie mache ich das jetzt wieder? Ist das bei Datenbank? Wahrheit, Dokumente, Orte, Menschen, letzte Eintritt. Ach, Mann. DNA. Inventar. Konturen, Gegenstände, Rüstung. Karte, Verschwörer. Ah, guck mal. Muss das nicht bei Datenbank sein? Dokumente, da ist es doch. Briefe. Von Umberto Alberti. Meine Liebe, ich bringe diese Gedanken zu Papier in der Hoffnung, eines Tages den Mut zu haben, sie mit dir zu teilen. Bald wirst du zweifelsohne erfahren, dass ich Giovanni verriet, ihn als Verräter denunzierte und zum Tode verurteilte. Die Geschichte wird dies alles als bloße Politik und Gier abtun. Wisse, dass es kein Hass war, der meine Hand führte, sondern Angst.
Als die Medici uns alles geraubt hatten, spürte ich Angst. Angst um dich, um unseren Sohn, um die Zukunft. Welche Hoffnung bietet diese Welt einem Mann ohne Möglichkeiten? Sie boten mir Geld, Land und Titel als Lohn für meine Mitarbeit. Und so kam es, dass ich meinen engsten Freund verriet. Wie unaussprechlich diese Tat auch sein mag, in dem Moment schien sie nötig. Und noch jetzt, wenn ich zurückschaue, sehe ich keinen anderen Weg. Wisst ihr Bescheid, so war das. So, auf zum Onkel. Jetzt wissen wir, was das hier mit dem Dingern hier. Ah, jetzt. Erzähl mal. Sieht bekannt aus? Weitere Kodexseiten. Ja, dein Vater konnte einige finden und übersetzen, bevor er... Hier. Das ist nicht die Arbeit deines Vaters. Jemand anderes hat das übersetzt. Leonardo da Vinci, ein Freund. Siehst du, wie die Wörter von einer Seite auf die nächste kreuzen? Da ist irgendetwas drunter. Irgendeine Art Karte. Wohin soll die wohl führen? Dein Vater und ich konnten Teile einer Prophezeiung auf diesen Seiten entschlüsseln. Geschrieben wurde sie von einem Assassinen wie uns, der einst einen Edensplitter besaß. Sein Name war Altair. Er sprach von etwas Mächtigem und Uraltem, das unter dem Land versteckt ist. Was ist es? Ja, was? Genau um dieses Geheimnis zu lösen, haben wir diese Seiten gesammelt. Dann lasst mich helfen. Ich sollte die Arbeit meines Vaters fortführen. Und zwar jetzt. Ich beginne mit der Seite, die ich von Vieri habe. Leonardo wird sie entschlüsseln. Bene, komm wieder, wenn du Zeit hast, und wir fügen sie zur Wand hinzu. Okay, den Aussichtspunkt der Villa haben wir schon mal erreicht. Ich glaube, das haben wir zu früh gemacht. Ah, hier komme ich nicht hoch. Soll ich das machen überhaupt? Ich weiß gar nicht, ob ich interagieren soll. Die philosophischen Kodex-Seiten sammeln. Okay, na dann machen wir das mal. Los, mach es. Junge. Kann ja eigentlich nicht so schwierig sein. Hoffe ich. So, rauf oder runter? Runter. Oder gibt's halt noch was? Bin ja eher an dem interessiert, was wir nicht sammeln sollen. Aber hier hoch? Nein, schade. Aber hier hoch? An dem Nups, ja. Oh, was ist das? Oh, ja, hier, guck mal. Hier haben wir so eine Dings. Nein, nein, nein. Auf, auf, auf. So eine Statuette. Da ist auch noch eine. Ja, nice. Eingesammelt. Jupiter. Jupiter haben wir. Minerva haben wir. Okay, wenn die alle so glänzen, dann ist es ja relativ easy. Dann sind die auf jeden Fall... Da ist noch eins. Gut zu sehen. Huch. Oh. Komm, hab keine Angst. Warte. Ich will doch nur. Hoch. Er muss spät dran sein. Das war wer? Diana. Sieht eher riskant aus.
Sag ich mal. Okay. Bin ich gerade nicht hier die Nummer? Apollo? Okay, eine so eine Dings haben wir schon mal. Erstmal das da. Ist das noch eine Feder? Oder was ist das? Federn, 100 Stück sollen wir sammeln. Wieder unten, ne? Hallo? Was für ein Abend. Alberner Mann. Wollen sie uns eigentlich ein bisschen die Karte beibringen, aber wir machen das ohne gerade. Oh, noch eine Statue. Ja, es läuft ja wie am Schnürchen. Wie viel haben wir jetzt? 4, 5? Könnten schon 6 gewesen sein, ne? Ich weiß gar nicht, wie viel wir brauchen. 8, glaube ich. Wenn es gleich aufgebaut ist. So, jetzt gucken wir mal mit der Karte. Was? Eine wird uns nicht angezeigt, oder was? Was macht's denn? Ach, da brauchen wir wahrscheinlich alle Statuen, um dann die letzte Codex-Seite zu bekommen. Mit Sicherheit. So wird es sein. Das hätten sie uns jetzt nicht durchgeschickt. Neptun und Pluto. Twitter? Oh. Ja, okay, ganz nett. Hätte geiler sein können, aber ja. 2000. Was auch immer. Die Währung da ist. Noch? Hm. Schade. Ich dachte, wir haben jetzt hier. Ging jetzt irgendwelche Special Items oder so. Eine. Okay, dann fehlen uns 3 oder was? Geht auf der anderen Seite nochmal. Hm. Ne, hier haben wir keine. Also 3 fehlen uns. 3 fehlen uns und eine Seite. Oh, die Seite ist. Da uns ja leider nicht auf der Karte angezeigt. Warum eigentlich? Und 3 Statuen. Oh, Kiste. Ja. Ja, die Maus ist. Na, ihr merkt selber, die Maus ist manchmal ein bisschen schnell, ne? Da noch was Statuettenmäßig ist? Nee, ne? Und loslassen? Kiste. Können wir ja schon wieder shoppen gehen, fast. Ach, hätte ich rübergekommen. Nicht gesehen. Warte. Ja, hier war die erste. Warum denn dahin? Hm. Gibt's noch was?
Aber es ist jetzt schwierig hier, ne? Ich frage mich, warum die letzte Codex-Seite nicht angezeigt wird. Der Karte. Wir klettern hier nochmal hoch. Ich hoffe, die ist auch hier auf der Karte, aber müsste ja, oder? Müsste eigentlich hier sein. So, nochmal interagieren. Seht ihr irgendwas? Eine Karte? Ach, da! Gucke mal da. Ist das jetzt markiert? So ist markiert. Außerhalb. Hui! Komme ich noch einmal in den ersten. Meinen ersten Sprung erinnern. Da wurde mir ganz anders. Jahre her. Okay, wie kommen wir da jetzt hin? Müssen wir über die Mauer oder wie ist das? Rauslaufen werden sie uns ja nicht einfach lassen. Ja, cooler Typ. Geil. Und hüpf. Können wir jetzt hier runter? Wie machen wir das? Ist ein Tor, was wir können? Nein. Ich würde gerne hier springen. Oh. Ah. Wir heilen ein bisschen alleine. Über Heiltrank. Ach, mit 1. Ah, so war's. Okay. Mhm. Muss man ja manchmal machen. Einfach. So, hier ist eine Seite noch, ja. Oh, ein Pferd. Nett. Aha, da gelesen, wenn wir 4 Codex-Seiten haben, dann erhöht sich unser Leben. Wir müssen genau auf die andere Seite, ne? Oder? Nee, gibt's vielleicht einen Hintereingang? Später? Müssen wir das ausgraben? Hör mal auf! Jetzt müssen wir bloß gucken, wie wir wieder da reinkommen. Nein, nein, nein. Das steuert sich auch immer so blöd. Ruhig, ruhig. Ich würde gerne mal erleben, dass irgendwas, was mit Autos oder Pferden zu tun hat, sich geil steuern lässt. Wow. Ach, der will nicht da rein. Okay. Na dann. Dann nicht. Komm, hab keine Angst. Ich bin nur heil. Ich bin sicher, ich habe, was ihr braucht. Zack. Jetzt gehen wir noch schnell ab. Nein. Bilanz? Das da? Einkommen. Ha. Hallo, Claudia. Unser Onkel ist ein Monster. Das ist unerhört. Was ist geschehen? Er lässt mich arbeiten. Wenn Vater hier wäre, müsste ich sicher nicht hinter einem Schreibtisch sitzen. Und wie lauten die Bedingungen dieser Versklavung? Da jemand entschieden hat, hier zu bleiben, hat Onkel Mario vorgeschlagen, dass wir Geld verdienen, um die Villa zu reparieren.
Aber es gibt kein Geld. Ich wette, dass ich dir Geld bringen kann. Oh, klasse. Mehr Arbeit für mich. Nun gut. Wenn du anfängst, für Verbesserungen in der Stadt zu zahlen, werde ich alles in diesem Buch festhalten. Und da ich nichts Besseres zu tun habe, notiere ich auch alles, was du von anderswo mitbringst. Wenn du es schaffst, diesen Ort ans Laufen zu bringen, werden Reisende zu Besuch kommen und Geld ausgeben, obwohl viele den Weg aus der Stadt scheuen werden. Aber wenn sie kommen, sammle ich alles verdiente Geld in dieser Kiste. Du wirst selbst herkommen müssen, um das Geld zur Bank zu bringen. Wenn die Kiste voll ist, nehme ich mir sonst selbst den Überschuss. Capito? Abgemacht. Okay, wir können Geschäfte bauen. Ah, wir können die auch noch ausbauen, sozusagen. Bank, Kunsthändler, Schneider. Nee. Alle. Ach, da kann man das dann anzeigen lassen. Ja? Sehe ich das richtig? Ausrüstung. Alter, ihr ist Rüstung? Okay. Ach so. Ja. Okay, das kann ich hier nicht kaufen, sondern. Geld nehmen. Achso. Alle 20 Minuten in der Truhe hinzugefügt. Okay, krass. Schön. Ja, Freunde der Sonne, dann bedanken wir uns ganz herzlich fürs Zusehen. Kommt gut nach Hause, macht ganz bitte, schreibt uns Grüße, erkennt. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Be cute, have fun. Bis dann, Nacht, Nacht, Kuss, Kuss. Liebe, Liebe.